Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nexomon Extension. So, wir wollten ja den Blueprint finden. Sie meinte, es ist hier irgendwo in diesem Raum. Gut. Da mir sonst nichts Verdächtiges vorkommt und eine Maschine hier sowieso nichts ist, könnte ich vielleicht vermuten, dass es die Kiste hier ist. Oder? Die Kiste? Nö, da passiert nichts. Aber ich probiere trotzdem mal vielleicht die andere Kiste. Ich bin mir nicht sicher. Oh, da hat eine Zeit. Oh, du hast den Bauplan gefunden. Boah, nice. Sehr gut. Damit könnte eine sehr komplizierte Maschine gebaut werden. Ach so, dafür ist der Blueprint. Oh. Ja, dann bauen wir mal. Geht nicht. Okay, dann können wir ja los. Oh, hey. Fertig hier? Ja, klar. Gehen wir? Yep. Mal kurz meine Stimme einlassen. Nicht vergessen. Jetzt war schnell zurück. Ja. Und da geht's nun los. Ein Moment. Diese. Durch dich konnte die Sicherheit der Stadt bewahrt werden. Oder besser gesagt, der ganzen Welt, falls diese Maschine tatsächlich funktioniert hätte. Du hast unter Beweis gestellt, dass du zu den besten Tamern der Gilde zählst. Als Großmeister befördere ich dich hiermit zum Goldtamer. Wow! Nice, nice, nice! Tschung. Du hast einen goldenen Abzeichen erhalten. Yes. Dir ist schon klar, dass dieses drehende Ding nicht normal ist, oder? Ich mach's extra. Oh, eine Sache noch. Eine merkwürdige Frau hat heute euch gesucht. Sie wartet unten. Eine merkwürdige Frau? Dann nicht etwa sie? Aber seid vorsichtig. Sie hat definitiv Probleme mit ihrem Temperament. Okay. Und hier ist natürlich noch deine Belohnung fürs Retten der Stadt. Well, danke schön. Nun entschuldigt mich bitte. Ich muss mich um die Gilde kümmern, solange Emily verschwunden ist. Ja, sie ist auch meine Erzfeindin. Macht euch um sie keine Sorgen. Ich bin mir sicher, es geht ihr gut. Emily ist eine formidable Tamerin. Mhm. Oh ja, gut zu wissen. Mhm. Hey, warum erzählt ihr Edward nicht von Emilys Plänen? Was ist, wenn er loyal zu ihr ist? Das Letzte, was wir brauchen, ist ein weiterer Großmeister, der hinter uns her ist. Lass uns runtergehen und mit Merida sprechen. Boah, weißt du das? Okay, direkt runter. Ja. Sie. Hey, du siehst gar nicht mehr wie ein Geist aus. Wir können uns für eine Weile materialisieren. Es ist leicht, Sterbende zu täuschen. Mioma, ich bin hier, um euch den Rest meiner Kraft zu geben. Oh, wir müssen dazu nicht dein Grab besuchen? Mein Grab ist viel zu weit weg, in Palmaya. Ihr habt nicht die Zeit, dorthin zu gehen. Okay. Drei Elemente absorbiert und es schlüpft immer noch nicht. Warum helft ihr uns? Du und deine Geschwister?
Das solltet ihr schon wissen. Die Tyrannen, die sich um den Thron streiten, sind es nicht wert, König zu werden. Aber dieses Ei, es enthält den ultimativen Tyrannen, den wahren Nachfolger von Omnicron. Wo willst du das wissen? Es ist doch nur ein Ei. Diese Frage werdet ihr euch zu gegebener Zeit selbst beantworten können. Setzt deinen Schwerpunkt auf das Ausbrüten des Eis, Diesel. Füttere es mit noch mehr elementarer Stärke und du wirst unbesiegbar sein. Können wir damit wirklich Vardos besiegen? Vardos ist eine fehlerhafte menschliche Kreation. Genau genommen ist er nicht mal ein Nexomon. Daher kann er niemals die Nachfolge von Omnicron antreten. Ein bloßer Irrtum. Was in diesem Ei liegt, ist ein oberstes Nexomon. Du wirst niemals verlieren. Das wird nicht unser letztes Treffen gewesen sein, Diesel. Okay. Oh, da fällt es mir wieder ein. Nadine sagte, Lydia hat Emilys Aufenthaltsort gefunden. Er hat uns gebeten, zum Waisenhaus zu kommen. Wir sollten dort so schnell wie möglich hinreisen. Okay. Tutorial. Du hast Meridias Kraft erhalten. Jetzt kannst du bestimmte Wasserflächen einfrieren. Versuch es mal mit dem Pool in diesem Raum. Okay. Boah, geil. Toll. Abzeichen. Was soll ich mit den Abzeichen? Mit mir selbst ein Abzeichen, Olawitz. Okay, dann let's go. Auf zum nächsten Abenteuer. Ich bin gespannt. Wie sieht mein Team aus? Sehr legit. Sehr gut. Mein Gott, da friert ja immer noch der arme Kerl. So, wir sollen zum... Mensch, kusch dich. Waisenhaus. Wir sollen zum Waisenhaus. Waisenhaus. Mal sehen. Oh, Entschuldigung, ich esse gerade. Lydia sagte, wir sollten sie im Waisenhaus treffen. Warum dort? Es ist ein langer Weg dorthin. Mein Mund ist voll, tut mir leid. Auf zum nächsten Abenteuer. Ja. Hau da rein. Hey. So, geht doch. So. Ich denke mal ganz oben. Einfach gerade... Nee, falsch. Erst links und dann geradeaus, genau. Irgendwie so war das. Sorry. Das ist die Aufregung. Ah, Diesel, sehr gut. Oh, was ist das für ein Roboter? Ein Roboter? Hey du, ich bin Atlas. Entschuldigung? Hey du, ich bin Atlas. Ah. Was ist los? Kennen wir uns? Ich nun... Oh mein Gott. Wow, das ist so cool. Er kann sogar schweben. Mal im Ernst, dieses Design ist mega. Wo hast du ihn gefunden, Diesel? Hä? Ich bin der beste Begleiter. Ich habe euch alle hierher gerufen, weil wir mit Elisas Hilfe Emilys Standort finden können. Du hast dich so sehr umsonst bemüht, dass ich Mitleid hatte.
mal sehen. Emily ist unter Wasser. Sie ist ertrunken? Sei still, Ross! Hier in der Nähe gibt es eine Unterwasserstadt. Was? Ernsthaft? Da habe ich ja noch nie von gehört. Es ist schwer zu glauben, aber ich habe dort für ein paar für ein paar Jahre gelebt und ich kann mich gut dran erinnern. Damals hat die Gilde verzweifelt versucht, sich Orte für Menschen zu bauen, um sich vor den Tyrannen verstecken zu können. Die Hauptstadt Parum, die unterirdische Festung Ignitia, die Dracheninseln im Himmel. Und schlussendlich die Unterwasserstadt Cardium. Cardium? Da klingelt nichts bei mir. Ein Fehlschlag nach dem anderen. Die Gilde hat versucht, alles zu vertuschen. Wow, wirklich? Was ist passiert? Es ist besser, wenn ihr euch selbst ein Bild macht. Also versteckt Emily sich in einer verlassenen Unterwasserstadt? Es ist nicht gerade verlassen. Viele der ehemaligen Einwohner weigerten sich, Cardium schon vor Generationen zu verlassen und blieben lieber zurück. Heutzutage leben deren Nachkommen noch immer in der Stadt, ohne viel über die Welt über ihn zu wissen. Cardium war einst bekannt als die Stadt der Wissenschaft, mit jeder Menge Zeug, das Emily ausnutzen kann. Das ist unsere Chance, die Cardium einzubrechen und ihre Forschung zu sabotieren. Es ist möglich, dass sich auch Vardos dort unten versteckt. Wir können das ein für alle Mal beenden. Aber wie kommen wir dorthin? Ich kann meinem Atem nicht so lange anhalten. Bist du absichtlich dumm? Ich kann euch hinbringen. Ich habe einen Weg gefunden. Ich warte außerhalb des Hauses. Okay. Sehr interessant, sehr spannend. Also weiter geht's. Wir bleiben nicht zurück. Wir denken nicht zurück, nein. Wir bleiben auf der Strecke, machen die Story weiter natürlich. Hier drüben, Diesel. Wir müssen nach Südwesten, hinter das Camp. Hinter das Camp. Ah, okay. Da war ich gar schon mal. Aber nur kurzfristig. Ja, komm mal. Ja, okay, gib her. Dankeschön. Weit jetzt nun die Brücke, ja, ne? Bitte nicht. Danke. Das nehme ich hier mit. Ich denke mal. Bin ich hier richtig? Mit ihm hier? Sei gegrüßt, die Fähre legt jeden Moment ab. Bist du auf dem Weg in die wunderbare Stadt Palma? Nein. Gut, sprich mit mir, wenn du es anders überlegt hast. Jeder Abenteuer sollte Palma ja mindestens einmal besucht haben. Da waren wir ja schon. Glaube ich zumindest. Aber doch nach unten, ne? Also zurück. Das ist aber eine sehr kurze Brücke. Müssen wir hier lang. Halt, da ist noch eine Scherbe. Du wolltest nicht vergessen mitzunehmen. Jede Scherbe ist Goldes wert. Kann es sein, dass ich da rein muss? Wieso sieht das so wichtig aus? Ach du Heiliges. Das ist ja wie eine versteckte Schatzecke. Okay, ich schaue mich mal ein bisschen um. Nee, da geht noch nicht hin. Hier drüben vielleicht? Ah, okay.
Du hau mal ab. Auf dich habe ich absolut keine Lust. Ich will mich hier nur ein bisschen umschauen. Sorry, dass ich nebenbei noch was anderes machen möchte. Um zu gucken, was das hier für eine Höhle ist. Wie geil ist das denn? Oh, da ist eine Tür. Oh, kusch dich, komischer Professor. Okay, was ist das hier? Nee, da links sind voll viel Schatz. Spencer Schicksalskammer Nummer 7. Die Kammer benötigt zum Öffnen einen Spezialschlüssel. Willst du einer Kammerschlüssel verwenden, um das Tor zu öffnen? Dein Schlüssel wird danach vernichtet. Jo. Oh. Oh, wie geistert er. Tribut des Donners. Natürlich ein Begleiter. Und Schätze. 100 Münzen. Ja, wie geil. Nexo Trap. Und hier? 150 Münzen. Ah, da ist auch noch viel mehr. Mann. Ich krieg nicht alles. Nee. Da sind noch Goldbarren. Und noch viel mehr. Nimm es. Ah. Damit sind die ausgesorgt. Nee, okay, dann nicht. Naja, das war die eine Schatzkammer, die wir aufgemacht haben. Ja. Sehr interessant, das Polantos und der stört mich. So. Ozean. Da funkelt doch was. Ist aber nix. Von Glitzern und Funkeln mag er überhaupt nicht, ne? Okay. Ich frage mich, warum hier so eine geile Höhle ist. Mit versteckten Items. Muss ich auch den ganzen Weg wieder zurückrennen? Um Gottes Willen. Ich bitte dich. Nicht den ganzen Weg zurück. Was ist das für ein Kung-Fu-Fisch? Also ich nehme alles mit, ne? Was ich hier finde. So. Ah, dann sind wir wieder zurück, glaube ich. Ne, dann können wir ja wieder raus. So. War cool, wir haben Schatz gefunden und bla und bli und blub. Dann gehen wir weiter nach unten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier oben richtig sind. Was meinte er nochmal? Nein, nicht Profil. Tagebuch. Es gibt einen Weg, um eine Unterwasserstadt Cardium zu erreichen, wo sich Emily versteckt. Du musst einem Mentor südlich vom nahegelegenen Lager folgen. Südlich? Dann bin ich ja doch richtig. Ach da. Wir sind doch schon gut, so gut wie da. Wir sind da. Nice. Nun, hier ist es. Früher waren solche Gefährte üblich, um zu Cardium zu kommen. Es gab eine Menge davon. Emily hat mit Sicherheit ihr eigenes. Scheinbar ist es versperrt. Ja, die Gilde hat sie stillgelegt. Ich konnte dieses hier retten, aber es gab... Habe es aber nie in Betrieb nehmen können. Oh, ich könnte mich einsetzen und die Tür aufschließen. Das kannst du machen? Wie cool. Oha, super, Atlas. Eindrucksvoll, dieser Roboter ist echt nützlich. Dem stimme ich zu, ja. Wie auch immer, beeil dich einfach. Geschafft, wir sollten dieses Ding jetzt benutzen können. Die Reaktion. Es öffnet sich wie ein Gehirn. Es ist allerdings eine alte Maschine. Es wird eine lange Reise. Oder vielleicht explodiert es. Ich bin mir nicht sicher. Was? Es wird eine lange Reise. Hm.
Wenn es stimmt, was Lydia erzählt, es war das ein wahres Gräuel. Schlimmer als jeder Tyrant. Diesel, du könntest Emily bald gegenüberstehen. Je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, könntest du der schlimmste Feind der Gilde werden. Ein Verräter. Behalt das im Hinterkopf, bevor du nach Cardium aufbrichst. Ja, das bezweifle ich ganz stark, dass es so wird, aber du kommst mir auch ein bisschen bekannt vor vom ersten Teil. Kann das sein, dass du jetzt schon sehr alt bist und das letzte Kind von... Dieses Fahrzeug bringt dich nach Cardium. Emily und Vardos müssen dort unten hausen. Pass auf dich auf, Diesel. Bleib bei Lydia und tu, was sie sagt. Nimm das, es könnte nützlich sein. Was? Ja toll, was soll ich denn damit? Ja okay. Du bist es, ne? Du bist das Kind vom Omnicron. Habe ich recht? Oder liege ich falsch? Du bist ziemlich alt. Naja, gut. Dann sei ich erstmal an der Stelle. Das war's dann erstmal für diese Folge. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Nexomon Extension Story mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Nexomon Extension. Ciao mit V. Tschüss.